Pedelec. Visionär Studio 4. Und damit willkommen, welcome to Deponia. Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Elodum zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Let's Play-Reihe mit dem Zwergenfürst Deponia auf der Nintendo Switch mit dem Zwergenfürst. Ja, was soll ich sagen? Ja, Leute, die Deponia schon kennen, willkommen auf meinem Kanal zu einem auf meinem Kanal Deponia Let's Play. Leute, die es noch nicht kennen, ist ein ganz tolles Spiel. Schaut es euch an, wird spitze. Ja, ich habe Deponia tatsächlich, muss ich sagen, bei dem lieben Gronk, bei dem lieben Gregor Onk kennengelernt. Der es ja wirklich berühmt gemacht hat und der es halt direkt nach Release gespielt hat und in Kooperation mit Dedalic Entertainment unterstützt hat. Und ja, das ist das Spiel, ist also das Spiel und Gronk ist fast eines. Und ich habe heute die Ehre, einen nullten Part, das Tutorial sozusagen. Wir werden heute das Tutorial spielen von Deponia. Ich kenne es schon. Ich habe das Let's Play bei dem lieben Gregor Onk und Gronk schon komplett gesehen. Und freue mich, es jetzt selber spielen zu können. Auf geht's, bevor wir hier noch um Kopf und Kragen uns reden. Das ist mein Let's Play, Zwergenfürst LP, kein Gronk-Let's Play. Ganz wichtig, nicht verwechseln. Ja, ich möchte ein neues Spiel starten. Auf geht's! Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Mal sehen. Okay, ja, da wird uns tatsächlich eine Anleitung geben. Streue Rufus mit L. Ja, dafür ist dieses Tutorial hier. Dafür brauchen wir nicht noch eine extra Anweisung. Ja, jetzt steuern wir tatsächlich schon den lieben Rufus. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Unsere Aufgabe. Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Der Wenzel führt uns ins Projekt ein. Unauffällige Aussparung. Aber Rufus, so weit sind wir doch gar nicht. Ja, ja, ja. Ich bin dir eben immer einen Schritt voraus. Ja, ich will mich doch hier nochmal umgucken. Ich will ja noch nicht. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Das sehe ich selber. Ja, außerdem lass mich doch mal. Noch kaputt. Mit Betonung auf noch. Lass mich doch machen. So, das Yin. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja, ja, Wenzel, ich sehe dich. Hier oben, Rufus. Hier oben. Ja, doch. Nerv nicht. Aber Rufus, so weit sind wir doch ja, noch gar nicht. Ja, nervt auch heftigstens. Ich bin immer einen Schritt voraus. Ja, wir sind einen Schritt voraus. Das ist Wenzel, mein Sidekick, die ewige Nummer 2. Du sollst mich doch ansprechen, nicht mich angucken. Wenn das so weitergeht, machst du noch das ganze Tutorial kaputt. Ach, niemals. Tutorials werden nicht kaputt gemacht. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tutorial, Schmutorial. Tja, was machen wir denn jetzt?
Wir sollen Wenzel ansprechen. Also, ja. Wenzel ansprechen? Nee, nicht Wenzel ansprechen. Das wäre ja langweilig. Na komm. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Mach Ein ich. Flachs. Zuerst erkläre ich dir mal. Willkommen zu einem neuen Tutorial. Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Hobbits, Gnome und Egon Eglantrim, zu einem neuen Tutorial mit dem Zwergenfürst. Da ich mich fast ein bisschen faspelt. Nicht nur fast, da habe ich mich faspelt. Erklär mir erstmal, wie man ein Wie Objekt man ein ansieht. Objekt ansieht, das weiß ich doch. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du Ja. willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol, Das dem Ding anblicken. Ja, genau. Augensymbol. Und wieder eine kleine Anweisung. Das Augensymbol. Ah. Ich dachte, du wolltest dir das Ding auf dem Boden ansehen. Ich sehe es an, da liegt es. Ich meinte, genauer ansehen. Da mach ich doch. Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für Ein den Input, Kathodenstümpel. Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden, wenn du meinst. Aha, ein Kathodenstümpel. Aber Rufus, so weit sind wir doch noch gar Nee, nicht. nee, Ich bin dir nee, eben nee, immer nee. einen Schritt voraus. Der Winz ist aber schon ziemlich nervig. Okay, ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, da wo all deine Gegenstände hinkommen. Das Inventar, also. Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Das sehe ich selber. Außerdem ist es noch kaputt, mit Betonung auf noch. Dann reparieren wir es halt. Also Inventar. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Jo. Das ist aber nicht das Inventar. Hey, da ist es ja. Da ist das Genau. Inventar. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Aber klar doch. So, A auswählen. Wie Und das kommt dieses untersuchen. seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Tja. Tutorial, Schmutorial. Vielleicht braucht man es für ein Tutorial. Vielleicht kann man es aber auch kombinieren. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. Ein Ersatzteil. Alles klar. Und das packen wir jetzt hier rein. Es passt. Als nächstes Passt musst du. genau. Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon alleine. Wie du meinst. Ja, ganz alleine. Den Knopf. Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon. Ach, ich liebe Tutorials.